In diesem Video geht es um Regeln zur Berechnung von Ableitungen. Insbesondere geht es um die Linearität der Ableitung, die Produkt- und die Quotientenregel. Bevor wir uns wirklich mit den Regeln beschäftigen, fangen wir aber erstmal mit etwas Motivation an und gucken, warum man die eigentlich braucht. Und dazu versuchen wir mal per Hand die Ableitung der Funktion f von x gleich 3x² zu bestimmen. Per Hand heißt in dem Falle wirklich über die formale Definition. Das heißt über den Grenzwert Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x geteilt durch h. So, jetzt setzen wir die Funktion entsprechend ein. Das ist 3x², das heißt, das ist der Grenzwert Limes h gegen 0 von 3 mal Klammer auf x plus h in Klammern zum Quadrat minus 3x² geteilt durch h. Das Ganze lösen wir gleich weiter auf. Limes h gegen 0. 3 mal, so, das ist jetzt die binomische Formel. Das ist also x² plus 2xh plus h² minus 3x² durch h. So, das Distributivgesetz wenden wir wieder an und klammern das Ganze um. Das ist also 3x² plus 3 mal 2x mal h plus 3h² minus 3 mal x² geteilt durch h. So, das hat übrigens einen Grund, warum ich 3 mal 2 nicht zu 6 multipliziert habe. Das sehen wir gleich, warum ich das so gemacht habe. Das ist, um die 3 so ein bisschen besser nachverfolgen zu können. Gut, jetzt können wir einmal vereinfachen. Wir haben hier 3x² minus 3x², das fällt weg. So, und jetzt kürzen wir einmal das h, das können wir auch machen. H ist ja ein Wert, der nicht 0 ist, nur gegen 0 läuft. Das heißt, können wir auch völlig problemlos hinterher rauskürzen. Und jetzt kürzen wir in einer Summe und das heißt, wir müssen den Summanden des Zählers kürzen. Das heißt, wir kürzen dieses h gegen dieses h und gegen ein h hier. Haben es also aus jedem Summanden einmal rausgekürzt. Und haben da jetzt entsprechend die Form Limes h gegen 0 von 3 mal 2x plus 3h. So, wenn h gegen 0 läuft, läuft 3h, aber offensichtlich auch gegen 0. Das heißt, es bleibt übrig 3 mal 2 mal x und das ist 6x. So, das ist einmal diese Ableitung per Hand. So, jetzt machen wir das Gleiche nochmal für die Funktion f von x gleich x², also ohne die 3 davor. Nehmen wir es h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h ist gleich, nehmen wir es h gegen 0 von x plus h in Klammern zum Quadrat minus x² durch h. Das ist Limes h gegen 0. Und jetzt wieder binomische Formel x² plus 2xh plus h² minus x² durch h. So, jetzt kommen wir da wieder und können das vereinfachen. x² gegen minus x² fällt weg. Dieses h gegen dieses h und ein h dort fällt auch weg. Das heißt, es bleibt übrig Limes h gegen 0 von 2 mal x plus h. Und wenn h gegen 0 läuft, läuft das also gegen 2x. Also ist das Ergebnis 2x. So, und jetzt gucken wir einmal an, was eigentlich mit diesem Faktor, der 3, passiert. Also auf der linken Seite, wenn wir mal linke und rechte Seite vergleichen, ist der Unterschied, dass wir hier so eine 3 haben, als konstanten Faktor vor der Funktion. Und diese 3, die bleibt einfach immer erhalten. Die zieht sich einfach komplett durch. Ich markiere die mal alle. Bis zum Ende. Und an der Stelle sieht man, dass
Hier, das hier ist 2x, ist die Ableitung von x Quadrat. Und die Ableitung von 3x Quadrat ist 3 mal 2x. Und das gibt uns schon den Hinweis, dass konstante Faktoren beim Ableiten erhalten bleiben. Und damit haben wir auch schon die erste Regel gefunden. Das wird die Faktorregel sein. Generell haben Sie gerade gesehen, dass es schon sehr aufwendig ist, auch für einfache Funktionen über die formale Definition die Ableitung zu bestimmen. Deswegen leitet man typischerweise zuerst Regeln ab und benutzt dann hinterher die Ableitungsregeln, um die Ableitungen zu bestimmen. Hier sind die ersten elementaren Regeln einmal zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass wir zwei Funktionen haben, f und g. Beide Funktionen sollen sein differenzierbar, das heißt, der besagte Grenzwert soll existieren. Und die sollen differenzierbar sein auf einem Intervall i. Und außerdem haben wir eine Konstante c. Die soll eben konstant sein. Und dann gilt erstens die Faktorregel. Die Faktorregel sagt, wenn f differenzierbar ist auf dem Intervall i, dann ist auch die Funktion c mal f auf diesem Intervall i differenzierbar. Und es gilt, dass, jetzt ist hier eine besondere Notation, dass die Ableitung der Funktion cf das gleiche ist wie die Ableitung von f multipliziert mit c. Das heißt, ich kann zuerst die Ableitung von f bestimmen und das hinterher mit c multiplizieren. Das ist genau das, was wir eben gesehen haben. Ich kann zuerst die Ableitung von x Quadrat bestimmen. Das ist 2x. Und wenn ich dann die Ableitung von 3x Quadrat haben möchte, dann ist es 3 mal die Ableitung von x Quadrat, also 3 mal 2 mal x. Und das sagt die Faktorregel aus. Die Summenregel sagt, wenn ich zwei Funktionen habe, die differenzierbar sind, f und g, dann ist auch f plus g differenzierbar auf dem gleichen Intervall mit der Eigenschaft, dass die Ableitung der Summe, also f plus g, abgeleitet, also hier, das ist so eine Notation, die deutet an, dass wir diesen Strich, dieses Ableiten als Operation ansehen, also etwas, was man mit Funktionen tut. Und dass eben die Ableitung von f plus g nichts anderes ist als die Ableitung von f plus der Ableitung von g. Die Produktregel, die ist dann für Produkte von zwei differenzierbaren Funktionen f und g. Also das Produkt von f und g ist ebenfalls differenzierbar als Funktion. Und die Ableitung von f mal g ist die Ableitung von f mal g plus die Funktion f, ohne Ableitung eben, mal der Ableitung von g. Also f' mal g plus f mal g'. Wenn es eine Produktregel gibt, gibt es auch eine Quotientenregel. Bei der Quotientenregel müssen wir natürlich voraussetzen, dass g von x nicht 0 ist für alle x aus i, also die darf auf dem Intervall nicht 0 werden, weil es ja der Nenner ist. Und wenn das aber erfüllt ist, dann ist bei zwei differenzierbaren Funktionen f und g auch der Quotient f durch g auf dem Intervall differenzierbar. Und es gilt, die etwas schwieriger zu merkende Regel, dass die Ableitung von f durch g nichts anderes ist als die Ableitung von f mal g minus f mal der Ableitung von g geteilt durch g Quadrat. Also kurz f' mal g minus f mal g' durch g Quadrat. Gucken wir dazu einmal nachfolgend jeweils ein paar Beispiele an. Wir fangen an mit Beispielen für die Faktorregel. Wir nehmen an, unsere Funktion f1 von x ist 3 mal x hoch 4. Dann ist die Ableitung f1' von x gleich. Jetzt brauchen wir an der Stelle den konstanten Faktor, der erhalten bleibt. Die 3 bleibt erhalten. Und danach brauchen wir die Ableitung von x hoch 4. Und x hoch 4 nach der Regel für Potenzen wissen wir, das ist nichts anderes als 4 mal x hoch 3. Und ja, 4 mal x hoch 3, das ist 12x hoch 3. Gucken wir die zweite Funktion an, f2 von x. Und da nehmen wir zum Beispiel mal minus 2 mal e hoch x. Dann ist die Ableitung f2' von x. Der konstante Faktor bleibt erhalten, das sagt die Faktorregel. Das gilt auch, wenn der konstante Faktor negativ ist. Also ist das minus 2 mal. Und jetzt die Ableitung von e hoch x. Und die Ableitung von e hoch x ist e hoch x. Und das dritte Beispiel, f3 von x, das soll die Funktion sein, 2 Drittel mal Sinus x. So, dann ist die Ableitung f3' von x, der konstante Faktor bleibt wieder erhalten, das ist also 2 Drittel
mal, jetzt müssen wir uns erinnern, was die Ableitung von Sinus x ist, und das ist Cosinus x. Also ist das 2/3 mal Cosinus x. Gucken wir jetzt nochmal ein paar Beispiele für die Summenregel an. Erste Funktion f1 von x, das soll sein x hoch 3 plus x Quadrat. Dann ist die Ableitung f1' von x ist, wir brauchen wieder zuerst die Ableitung von x hoch 3. Die Ableitung von x hoch 3 ist 3 mal x Quadrat, weil die Regel war ja, wir nehmen den Exponenten, ziehen den nach vorne, das ist diese 3 hier, und verringern ihn dann um 1, und 3 minus 1 ist 2, also ist die Ableitung von x hoch 3 ist 3 mal x Quadrat. Und mit dem gleichen Argument ist die Ableitung von x Quadrat ist 2x, also ist das 3x Quadrat plus 2 mal x, die Ableitung von dieser Summe. Also Idee bei der Summenregel ist, jeder Summand wird einzeln abgeleitet und das Ergebnis wird dann entsprechend wieder addiert der beiden Ableitungen. Zweites Beispiel, f2 von x, das ist x Quadrat plus e hoch x, und da ist die Ableitung f2' von x. Erster Summand, Ableitung von x Quadrat ist 2x. Ableitung von e hoch x ist e hoch x, also ist die Ableitung der Summe 2x plus e hoch x. Die Produktregel war so ein bisschen komplizierter. Auch da gucken wir ein Beispiel an. Da gucken wir an f1 von x gleich x mal Sinus x. Der Unterschied zu der Faktorregel am Anfang war, bei der Faktorregel am Anfang, da durfte hier nur ein konstanter Faktor stehen. X selber ist aber kein konstanter Faktor. Da kommt die Variable drin vor x. Das heißt, da können wir nicht einfach die Faktorregel anwenden und das erhalten bleiben lassen. Oder aber noch schlimmer, was ebenfalls falsch wäre, ist, gliedweise abzuleiten, so wie bei der Summenregel, also die Ableitung von x und die Ableitung von Sinus x zu bestimmen und die einfach zu multiplizieren. Das wäre falsch. Nein, die Produktregel war so ein bisschen komplizierter. Bei der Produktregel war es so, dass wir ein Produkt von zwei Funktionen betrachten, f und g. So, jetzt sei das hier mal f, die erste Funktion, und das hier sei g. So, dann hat die Regel gesagt, dann ist die Ableitung f1' von x die Ableitung von f, also f'. Das soll also f' sein. Das ist also f'. F' ist die Ableitung von x, ist also, wenn ich x ableite, ist es 1. Also das hier ist die Ableitung von f. Und das Ganze soll multipliziert werden mit g. Also g ist die Funktion selber, also in dem Falle Sinus x. Plus, so und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt nehmen wir nicht die Ableitung, also ich schreibe nochmal drunter, das hier ist also f' mal g. Und jetzt nehmen wir f, f selber ist x, und multiplizieren das mit g'. Also jetzt wird der zweite Faktor abgeleitet. Die Ableitung von Sinus ist Cosinus. Also ist das mal Cosinus x. Und das hier ist jetzt g'. Und dieses x, das selber ist f. Und deswegen ist das die Ableitung von x mal Sinus x. Ableitungsfunktion ist dann Sinus x plus x mal Cosinus x. Bedenken Sie an der Stelle, natürlich ist die Multiplikation kommutativ, das heißt x mal Sinus x ist das gleiche wie Sinus x mal x. Das heißt, es spielt an der Stelle tatsächlich auch eigentlich gar keine Rolle, welche dieser beiden Funktionen jetzt f und g ist. Und das sehen Sie daran, hier wird es auch keine Rolle spielen. In dem einen Fall ist es immer so, dass Sie ein Paar haben, bei dem die eine Funktion abgeleitet ist, multipliziert mit der anderen Funktion, die nicht abgeleitet ist, und der Fall, wo die Rollen genau vertauscht sind. Und die beiden werden addiert und ja, Addition ist entsprechend auch kommutativ. Das heißt, das Einzige, was sich ändern würde, ist die Reihenfolge hier, aber es wird das Gleiche natürlich rauskommen. Gucken wir noch ein zweites Beispiel an. f2 von x, das soll jetzt sein x plus x² plus 1.
mal Cosinus von x. So, und auch da ordnen wir wieder zu, was ist f und was ist g. Also wenn man so ein bisschen erfahrener ist, wird man das nicht immer drunter schreiben, aber jetzt schreibe ich das noch einmal drunter, damit man es leichter sehen kann. Das soll f sein und das soll g sein. So, wenn ich davon jetzt die Ableitung bestimmen möchte, brauche ich also f2' von x. So, was sagt jetzt die Regel? Die Regel sagt, ich bestimme zuerst die Ableitung von f. Ich muss also wissen, was ist x² plus 1 abgeleitet. Um diese Ableitung bestimmen zu können, brauche ich die Summenregel. Das heißt, ich muss zuerst die Ableitung von x² bestimmen. Die Ableitung von x² ist 2x. Haben wir schon mal gesehen. Schreibe ich auch auf. Das ist also 2x. Die Ableitung von 1. 1 ist eine konstante Funktion, also diese 1 hier müssten wir jetzt auch ableiten. Die Ableitung von 1 ist aber, weil es eine konstante Funktion ist, 0. Konstante Funktionen haben wir die Steigung 0, die eben konstant. Das heißt, die Ableitung von dieser Teilfunktion ist 0. Das heißt, insgesamt ist die Ableitung von f 2x plus 0. Das plus 0 können wir natürlich weglassen, also nur 2x. Gut, also das ist f'. Und jetzt wird das multipliziert mit g. Also g ist Cosinus x. Da wird noch nichts abgeleitet. Das ist also an der Stelle f'. Und das hier ist g. So, jetzt wird da aufaddiert und da sind die beiden Rollen getauscht, also plus. So, jetzt wird die Funktion f einfach hingeschrieben. Das ist also x² plus 1. Da ändert sich nichts. Und jetzt brauchen wir die Ableitung von Cosinus x. Und die Ableitung von Cosinus x ist minus Sinus x. Also ist das mal minus Sinus x. Denken Sie daran, dass Sie das hier einmal einklammern müssen, weil wir hier eine Multiplikation haben und danach nochmal das Vorzeichen minus. Deswegen muss das einmal hier in Klammern stehen. Gut, so, da schreibe ich auch wieder drunter, was was ist. Minus Sinus x. Das ist g' und x² plus 1, das ist f selber. Also, um sich das zu merken, immer einer der beiden Faktoren wird abgeleitet und mit dem multipliziert, der gerade nicht abgeleitet ist. Und ja, die beiden Möglichkeiten, die es dann gibt, die werden aufaddiert. Also einmal muss jede Funktion abgeleitet vorkommen mit Partner, der nicht abgeleitet ist und entsprechend beim zweiten Mal umgekehrt. Gut, das Ganze kann man noch so ein bisschen vereinfachen, ein bisschen schöner aufschreiben. Das ist nichts anderes als 2 mal x Cosinus x. Und jetzt ziehen wir das Minuszeichen nochmal davor. Ist also minus, Klammer auf, x² plus 1 mal Sinus x. Nochmal einen Tick komplizierter ist die Quotientenregel. Dazu gucken wir die Funktion an. x² plus 2x. Geteilt durch x. So, auch da müssen wir uns zuerst wieder überlegen, was soll f und was soll g sein. An der Stelle ist es klar. Wichtig, die Funktion im Zähler, das ist f. Also diese Funktion hier, das ist unser f. Und die Funktion im Nenner, das ist unser g. Hier sind die nicht mehr gleichberechtigt, weil ja, die Division natürlich nicht kommutativ ist. Das heißt, hier müssen wir uns überlegen, was ist was, was ist Zähler, was ist Nenner. So, fangen wir dann mit der Ableitung an. Wir berechnen also f1' von x. So, und die Quotientenregel sagt, dass wir zuerst den Zähler ableiten müssen. Wir brauchen also zuerst f'. So, und f'. Das ist also die Ableitung von 2x. Ist die Ableitung von x² plus 2x und die Ableitung von x² plus 2x ist 2x plus 2. Das hier, das ist f'. So, f' soll multipliziert werden mit g. G selber ist x. Also ist das 2x plus 2 mal x. Das hier ist g. Davon abgezogen wird minus
Und jetzt werden die Rollen vertauscht. Das heißt, wir brauchen die Funktion f zuerst selber. Das ist x² plus 2x. Das ist also f. Mal. Und jetzt brauchen wir die Ableitung von x. Und die Ableitung von x ist 1. Also mal 1. Und dieses 1 hier, das ist g'. Also als Merkregel, bei der Quotientenregel ist es so, ganz ähnlich wie bei der Produktregel, aber das, was zuerst abgeleitet wird, ist das, was oben im Nenner, was oben im Zähler steht. Also zuerst wird der Ausdruck im Zähler abgeleitet. So. Also hier zuerst den Ausdruck im Zähler ableiten, multiplizieren mit dem Nenner, dann abziehen die nicht abgeleitete Variante des Zählers mit der Ableitung des Nenners. Und das Ganze wird geteilt durch Quadrat des Nenners, also in dem Falle durch x². Das hier ist nämlich g². So, das Ganze kann man noch ein bisschen schöner aufschreiben, ein bisschen kürzer. 2 mal x, also einfach die Klammern auflösen, ist 2x². 2 mal x ist offensichtlich 2x, also plus 2x, minus x² minus 2x, also minus vor der Klammer, geteilt durch x². So, jetzt kann man hier schon mal so ein bisschen was wegkürzen. Plus 2x minus 2x fällt weg. 2x² minus x² ist x². Das heißt, das, was übrig bleibt, ist x² durch x². Und das ist 1. Das heißt, nach der Quotientenregel ist die Ableitung dieser Funktion hier einfach 1. Und wenn es Sie an der Stelle überrascht, dass die Ableitung einer so vermeintlich komplizierten Funktion 1 ist, dann müssen Sie einfach bedenken, dass für x ungleich 0 gilt, dass x² plus 2x geteilt durch x, dass Sie da das x wegkürzen können. Für x gleich 0 natürlich nicht, weil für x gleich 0 wäre die linke Seite nicht definiert und die rechte gleich schon. Aber wenn Sie das jetzt da wegkürzen, dann müssen Sie entsprechend richtig in der Summe kürzen, bleibt nichts anderes übrig als x plus 2. Weil Sie müssen hier einmal im Quadrat kürzen und einmal bei dem 2x jeweils ein x rauskürzen. Das heißt, das ist nichts anderes als x plus 2. X plus 2 ist aber eine affine Funktion. Mit Steigung ist der Faktor, der vor dem x steht, also in dem Fall eine 1, und das ist genau das, was Sie hier raus haben. Einziger Unterschied ist, dass dieser Ausdruck hier für x gleich 0 nicht definiert ist und die rechte Seite schon. Machen wir nochmal mit einem zweiten Beispiel für die Quotientenregel weiter und berechnen einfach mal die Ableitung von Tangens x. Davon möchte ich die Ableitung bestimmen. Und der Tangens ist ja nichts anderes als Sinus durch Cosinus. Das heißt, was ich eigentlich bestimmen möchte, ist die Ableitung, ich färbe das schon mal ein entsprechend, von Sinus x. Ich klammer das x mal ein, dann ist es vielleicht ein bisschen übersichtlicher für Sie. Sinus x geteilt durch Cosinus x. Und von dieser Funktion suchen wir die Ableitung. Weil Tangens x ist ja nichts anderes als Sinus x durch Cosinus x. Das heißt, die Ableitung ist natürlich die Ableitung dieses Bruches. Und um die zu bestimmen, können wir die Quotientenregel anwenden. Und die Quotientenregel sagt, wir müssen zuerst einmal den Zähler ableiten. Die Ableitung von Sinus x ist Cosinus x. Und das Ganze multiplizieren mit dem nicht abgeleiteten Nenner, also mal Cosinus x. Und davon müssen wir abziehen, den Fall, in dem beides vertauscht ist. Wir haben also den nicht abgeleiteten Zähler, das ist Sinus x. Und wir haben den abgeleiteten Nenner.
Die Ableitung des Nenners, also Nenner ist ja Cosinus x, die Ableitung von Cosinus x ist minus Sinus x. So, ich schreibe einmal drüber, was was ist. Cosinus x, das ist nichts anderes als Sinus x abgeleitet. Da kommt es her. Der zweite Ausdruck, Cosinus x, das ist einfach ja, der Cosinus selber. Offensichtlich, das ist der Nenner, ist die nicht abgeleitete Funktion. Und das, was wir hier sehen, das da, das ist nichts anderes als Cosinus x abgeleitet. So, und das Ganze müssen wir natürlich noch einmal teilen durch Cosinus x mal Cosinus x, also Cosinus Quadrat x, weil Nenner wird hier quadriert. So, das Ganze kann man noch mal etwas schöner aufschreiben. Das ist also Cosinus Quadrat x. Jetzt haben wir minus Sinus x mal minus Sinus x. Das ist also plus Sinus Quadrat x geteilt durch Cosinus Quadrat x. So, und an der Stelle haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, wie man weitermachen kann. Und das sind beides Standardmöglichkeiten, wie die Ableitung der Tangensfunktion angegeben sein kann. Die erste Möglichkeit ist, wir nutzen aus, dass Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x, dass das 1 ist. Und erhalten dann, dass das gleich 1 durch Cosinus Quadrat x ist. Und das, was wir hier nutzen, ist unser Wissen, dass Sinus Quadrat x, das ist der Pythagoras im Einheitskreis, Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x, dass das 1 ist. Die zweite Alternativdarstellung bekommen wir, indem wir diesen Bruch einmal aufteilen in zwei Teile und indem wir das aufschreiben als Cosinus Quadrat x geteilt durch Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x geteilt durch Cosinus Quadrat x. Cosinus Quadrat durch Cosinus Quadrat ist natürlich 1 plus, jetzt können wir das Quadrat einmal rausziehen, das ist also Sinus x durch Cosinus x, in Klammern zum Quadrat. Und Sinus durch Cosinus ist Tangens, das ist also 1 plus Tangens Quadrat x. Und das sind zwei mögliche Darstellungen der Ableitung der Tangensfunktion. Und das sind beides auch übliche und mögliche Darstellungen davon. Also eine Möglichkeit, die Ableitung darzustellen, ist als 1 durch Cosinus Quadrat x und die andere entsprechend als 1 plus Tangens Quadrat x. Und offensichtlich sind die beiden auch gleich. Also sehen an der Stelle auch schon, dass 1 durch Cosinus Quadrat x das gleiche sein muss wie 1 plus Tangens Quadrat x. Zum Abschluss beweise ich auch nochmal drei der vier Regeln, damit Sie mir die Regeln nicht einfach nur glauben müssen, sondern auch sehen können, dass die wirklich stimmen. Wir beweisen zuerst die Faktorregel. Betrachten also den Grenzwert Limes für h gegen 0 von c mal f von x plus h minus c mal f von x geteilt durch h. So, das können wir aber umschreiben als Limes h gegen 0, können das c ja ausklammern. C mal f von x plus h minus f von x durch h. So, und an der Stelle können wir die Grenzwertsätze anwenden, weil wir wissen, dass der Grenzwert von f von x plus h minus f von x durch h für h gegen 0 existiert, weil nach Voraussetzung f differenzierbar ist. Weil f differenzierbar ist, existiert genau dieser Teilgrenzwert. Und deswegen dürfen wir die Grenzwertsätze anwenden und dürfen das aufschreiben als c mal Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x geteilt durch h. Und das geht eben, das hier ist erlaubt, weil f differenzierbar ist.
und somit der Grenzwert von f von x plus h minus f von x durch h existiert. So, und ja, wenn wir das haben, wissen wir nicht nur, dass der Grenzwert existiert, wir wissen auch, wie er aussieht, wir wissen, dass das die Ableitung ist, das ist also c mal f' von x nach Definition. Und das ist genau die Faktorregel. Beweisen wir jetzt noch einmal die Summenregel, die funktioniert ganz genauso. Wir betrachten wieder den Grenzwert Limes h gegen 0 von f von x plus h plus g von x plus h, weil das ist ja f plus g, minus, Klammer auf, f von x plus g von x. Ja, geteilt durch h für h gegen 0. So, wir wissen wieder, dass f und g differenzierbar sind. Das brauchen wir noch gleich. Schreiben das jetzt mal anders auf. Das ist natürlich Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x plus g von x plus h minus g von x geteilt durch h. So, und jetzt wissen wir wieder, f und g sind differenzierbar. Und weil die differenzierbar sind, deswegen existieren die Grenzwerte einmal von diesem Ausdruck für h gegen 0 und auch der Grenzwert von diesem Ausdruck für h gegen 0. Die existieren also alle. Das heißt, wir können die Grenzwertsätze wieder problemlos anwenden, können das auseinanderziehen, können das schreiben als, das ist also Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x geteilt durch h plus dem Limes von h gegen 0 von g von x plus h minus g von x durch h. Und das ist nichts anderes als f' von x plus g' von x. Und das ist genau das, was die Summenregel sagt. So, zum Abschluss beweisen wir noch die Produktregel und wir starten dabei mit dem Quotienten, der rauskommen würde, wenn wir die Ableitung des Produktes von f und g, der beiden Funktionen f und g, bestimmen wollen. Das heißt, wir fangen an mit f von x plus h mal g von x plus h minus f von x mal g von x geteilt durch h, also mit diesem Quotienten. Und im ersten Schritt addieren wir geschickt eine 0. Das heißt, wir werden den Ausdruck so umformen, dass sich der Ausdruck nicht ändert und wir etwas addiert haben und das dann auch gleich wieder abziehen. Und das mache ich einmal vor. Also, wir haben weiterhin f von x plus h mal g von x plus h. Ziehen davon ab, f von x mal g von x plus h. Und das, was wir abgezogen haben, addieren wir gleich wieder, also plus f von x mal g von x plus h minus f von x mal g von x geteilt durch h. So, das erste, was wir uns klar machen müssen, ist, und das ist deswegen klar, weil dieser Ausdruck hier 0 ist. Weil, wenn Sie scharf hingucken, steht hier minus f von x mal g von x plus h plus f von x mal g von x plus h. Das heißt, die beiden zusammen addieren sich zu 0.
Außerdem ist der farblich markierte Teil hier, das hier, das ist das, was vorher hier gestanden hat. Und dieser Teil hier, das hier, das ist das, was vorher hier gestanden hat. Also, wie Sie sehen, hat sich da an der Stelle nichts verändert. Zum Beispiel der gleiche Ausdruck, der da steht. So, der Vorteil wird klarer, wenn ich das umklammer. Das erste, was ich mache, ist, ich klammer das blaue, das hellblaue, g von x plus h aus. Das heißt, dann bleibt über f von x plus h minus f von x. Und das Ganze wird multipliziert mit g von x plus h. Im rechten Teil kann ich analog f von x ausklammern. Das kommt auch beide Mal vor. Das heißt, das ist f von x mal. Und das, was jetzt in der Klammer steht, ist g von x plus h minus g von x. Und das Ganze wird natürlich noch durch h geteilt. So, das Ganze schreibe ich noch etwas suggestiver auf. Das schreibe ich auf als f von x plus h minus f von x geteilt durch h mal g von x plus h plus f von x mal g von x plus h minus g von x geteilt durch h. So, und was wir jetzt erreicht haben, ist, dass wir hier den Differenzenquotienten von f haben, der in der Definition der Ableitung von f vorkommt, und hier der entsprechende, der in der Ableitung von g vorkommt, mit jeweils einem Faktor davor. So, was wir uns jetzt noch einmal klar machen müssen, ist, dass wenn wir jetzt einen Grenzprozess starten würden, dass die einzelnen Grenzwerte existieren würden. Hier Grenzwert existiert, weil f differenzierbar ist. Ganz analog wissen wir das, wenn wir hier h gegen 0 laufen lassen, dass auch da der Grenzwert existiert. Und übrigens dann die Ableitung wäre, existiert, weil g differenzierbar ist. So, hier an der Stelle, da ist nichts zu tun, weil da kommt das h nicht vor. Deswegen existiert hier auch der Grenzwert. Etwas kompliziert ist das Argument hier. Die Funktion g ist differenzierbar. Weil die Funktion g differenzierbar ist, deswegen ist sie auch insbesondere stetig. Man kann also sagen, dass sie auch stetig ist. Und weil sie stetig ist, deswegen existiert auch dieser Grenzwert. Und deswegen können wir damit gut weitermachen. Also hier Grenzwert existiert, weil f stetig, weil g stetig, Entschuldigung. So, wenn wir diesen Grenzprozess jetzt durchführen, wir also wirklich den Grenzprozess bestimmen, was wir jetzt dürfen, weil wir wissen, dass die einzelnen Grenzwerte existieren, dann wissen wir, dass dieser Grenzwert hier, also der Grenzwert für h gegen 0, für diesen Differenzenquotienten für die Funktion f mal g, dass wir den auch so aufschreiben können. Weil haben wir ja gerade hergeleitet, dass es das Gleiche ist, dass dieser Grenzwert existiert. Und wir deswegen auch den Grenzprozess eben machen können. So, das Ganze können wir jetzt aber natürlich auch noch anders aufschreiben, weil wir die Grenzwertsätze anwenden können und wir wissen, dass das, was hier steht, wenn wir h gegen 0 laufen lassen, dass das genau die Ableitung von f ist. Also das ist an der Stelle f'.
Nix. So, was passiert bei g, wenn ich h gegen 0 laufen lasse? Naja, weil die Funktion stetig ist, läuft das Ganze gegen g von x. Also mal g von x. So, f von x selber ist f von x, wenn ich h gegen 0 laufen lasse, da passiert nichts. Also ist das plus f von x. Und der Grenzwert von diesem Ausdruck hier, das ist natürlich die Ableitung von g. Das ist g'. Also ist das mal g' von x. Und das ist genau das, was die Produktregel aussagt.